Seit also die Situation in unserem Nachbarland Tschechien, schauen wir auf die Entwicklungen beim Wetter. Andreas Wagner aus dem ARD-Wetterkompetenzzentrum. Die Lagen in Niederösterreich und einigen Ländern im Osten sind also ernst. Was kommt auf die betroffenen Regionen noch zu? Ja, wir haben die Situation, dass dieses Unwettertief Annette sich erst zurückgezogen hatte, weiter nach Osten. Es gab ja auch jetzt längere trockene Phasen, zum Beispiel in Sachsen oder auch in Bayern. Aber dieses Unwettertief kommt jetzt wieder zurück, zieht dann in Richtung Mittelmeer. Aber das dauert eine Zeit lang. Und deswegen hat jetzt schon von Sachsen bis nach Bayern wieder neuer Regen eingesetzt, der sich auch verstärkt. Und wir müssen in Sachsen bis etwa Montagmittag, also bis morgen Mittag, mit 30 bis 60 Liter pro Quadratmeter rechnen. Und dann kann es dann nochmal an den kleinen Pegeln hochgehen. Schlimmer ist es in Salzburgerland und in der Steiermark. Dort wird es jetzt nochmal kräftig regnen. Bis Dienstagmorgen ist mit 70 bis 100 Litern pro Quadratmeter zu rechnen. Stellenweise sogar noch mehr. In der Region St. Pölten können es auch über 100 Liter sein. Auf der tschechischen Seite Richtung Bayerischer Wald und Böhmerwald und auch im Süden von Tschechien ist nochmals mit 40 bis 70 Liter pro Quadratmeter zu rechnen. Das heißt, es ist noch keine Entspannung angesagt. Die Wasserstände laufen erst von allen Seiten zusammen. Dann kommt der neue Regen und dann müssen wir mal sehen, wie sich das letztendlich zusammenspielt, wie hoch es letztendlich wird. Also man kann noch keine Entwarnung in Tschechien und im Süden Polens geben. Ja, und schauen wir noch mal speziell nach Deutschland. Sie haben es selbst schon gesagt, es ist viel Wasser runtergekommen. Wie sieht es denn aus in unseren Flüssen, speziell Donau, Isar oder auch der Elbe? Ja, wenn wir uns jetzt mal die Nebenflüsse von der Elbe anschauen, die sind hier in Deutschland erstmal zurückgegangen wegen dieser Regenpause. Jetzt gibt es diesen neuen Regen, der bis Montagmittag zeitweise kräftig sein kann. Wie gesagt, 30 bis 60 Liter können da im Erzgebirge nochmal zusammenkommen. Und dann steigt dann eben die Elbe auch bei Dresden nochmal etwas schneller an. Aber wir können davon ausgehen, dass die Regenmengen jetzt nicht so stark werden, dass wir mit einem größeren Hochwasser in Sachsen rechnen müssen. Auch am Bayerischen Alpenrand wird noch mal viel Regen fallen. Zudem steigt die Schneefallgrenze an und die Schneeschmelze kommt jetzt auch noch dazu, zu dem zusätzlichen Regen. Das heißt, die Donau bei Passau wird lange Zeit jetzt auf einem Pegelstand zwischen 700 und 800 Zentimeter pegeln. Aber das wird jetzt kein großes schweres Hochwasser, wie wir es in den vergangenen Jahren gehabt haben. Sie haben es gerade selber angesprochen, Schneeschmelze kommt dazu, nämlich in Österreich, da hat es ordentlich geschneit. Überall anders regnet es. Wie ungewöhnlich ist denn diese Wetterlage im Moment? Im Grunde genommen ist sie schon sehr ungewöhnlich, weil wir wieder so eine Druck-Mitteleuropa-Lage haben, wie wir Meteorologen sagen. Und zwar ist dieses Tief quasi zwischen Hochdruckgebieten eingekeilt und kann nicht abziehen. Jetzt haben wir dieses starke Skandinavien hoch und das Tief kann nicht weg und muss jetzt wieder den Rückweg Richtung Mittelmeer antreten. Und deswegen kommt es zu diesen außergewöhnlichen hohen Regenmengen. Das sind also ganz neue Dimensionen, mit denen wir es da zu tun haben. Und damit hat auch der Klimawandel zu tun. Die Adria zum Beispiel, das Mittelmeer, ist 4 bis 6 Grad zu warm, die Adria teilweise 9 Grad. Man muss sich das vorstellen wie ein heißer Aufguss in der Sauna. Es verdunstet mehr Wasser aus den Meeren, mehr Wasser ist in der Luft. Und solche Tiefdruckgebiete, die dann eben über Mitteleuropa sich festlegen, bringen diese abnormen Hochwasser. Danke, Andreas Wagner aus dem ARD-Wetterkompetenzzentrum für diese Informationen. Gerne.